Pressekonferenz nach unserem heutigen Auswärtsspiel bei Rapid. Miron, bitte dein Statement zum Spiel. Ich habe es natürlich ein paar Minuten gebraucht in der Kabine, um runterzukommen und nochmal in mich zu gehen und zu reflektieren. Wenn man das Spiel dann in der 90. dann so verliert, das ist für uns unglaublich bitter, weil wir heute eine gute Leistung gezeigt haben. Die Anfangsphase war nicht so einfach. Rapid hat extrem viel Druck gemacht, aber wir haben den Stand gehalten, haben dann Mitte, Ende zweiter Halbzeit Zugriff gefunden und haben uns auf das eingestellt, haben dann vor allem in der zweiten Halbzeit richtig gut angefangen und Rapid vor Probleme gestellt, die eine oder andere gute Umschaltmöglichkeit gehabt. Und dann natürlich mit der gelb-roten Karte vom Boateng, ja, ist es natürlich extrem, extrem schwer geworden dann für uns die letzten 35 Minuten. Wir haben dann versucht, alles reinzuhauen, damit wir diesen Punkt mitnehmen. Das ist uns auch bis zum Schluss dann gelungen und dann ja, macht der Junge dann so eine Aktion und haut den Ball von 25 Metern in der 90. ins Kreuzig. Für uns sehr, sehr bitter. Aber mit dem Auftritt meiner Mannschaft bin ich wirklich stolz auf die Jungs, wie sie sich da gewehrt haben, wie sie sich da reingehauen haben, wie sie da gefightet haben, auch in Unterzahl 35 Minuten gegen Rapid, wie sie sich da einfach gestemmt haben gegen alles, was Rapid da reingeworfen hat. Und im Moment ist der Fußball sehr, sehr hart, aber für uns, aber es sind noch genug Spiele und meine Mannschaft lebt, meine Mannschaft ist intakt. Vom Glück verfolgt werden wir im Moment nicht, aber das kann man sich alles erarbeiten. Und die Jungs haben richtig Bock, auch wenn es jetzt eine Viertelstunde nach Abpfiff, ja, fühlt sich scheiße an. Danke. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Bitte. Christian Hakel vom Standard, servus. Waren diese 17 Minuten nach der Pause bis zur roten Karte, gelb-roten Karte, würden wir auch diskutieren könnte, ob die gerecht war oder nicht. Aber war das irgendwie, wo ist auf einmal dieser Mut hergekommen? Weil in der ersten Hälfte war Rapid schon sehr drückend überlegen, aber da waren wirklich 17 Minuten, da hat man irgendwie eine Mannschaft gesehen, die sich was traut. War das irgendwie auch deine Vorstellung von deiner Mannschaft für diese 17 Minuten? Na, absolut, wir haben heute gespielt in Hütteldorf gegen Rapid. Rapid darf schon zu Hause dominant sein und präsent sein und auch teilweise uns auch in Bedouille bringen und uns hinten da richtig reinstellen. Aber wir haben einen Zugriff gehabt, schon Ende erster Halbzeit, so der 35. guten Zugriff gehabt, zwei super Umschaltmöglichkeiten. Und dann haben wir noch vor allem in der Pause, weil ich da wirklich einen Zugriff wirklich direkt habe auf die Jungs, nochmal uns eingestellt, da die Jungs appelliert, dass wenn wir nach Ballgewinn klar fertig spielen und klar umschalten, können wir auch Rapid vor Probleme stellen. Und das haben wir dann in einer beeindruckenden Art und Weise gemacht. Und wenn dir dann ein Mann fehlt gegen Rapid, dann ist natürlich... ist Sach, es nutzt eh nichts. Das Spiel ist dann auf einer schiefen Ebene. Aber wir haben alles reingehauen und wollten einfach diesen Punkt unbedingt mitnehmen. Ja, aber der Yusuf hat eine Idee gehabt, es nutzt eh nichts. Würdest du auch sagen, dass sie zu streng war? Hast du es gesehen? Es ist unglaublich harte Entscheidung, weil der Boa will nichts von Funtas. Und der Funtas natürlich, ja, sucht irgendwie einen Kontakt, lässt sich fallen. Wir mussten das auch angeschaut gleich in der Halbzeit, während des Matches, weil wir eine Live-Analyse auf der Bank haben. Es war nichts. Und natürlich war das dann ein massiver Eingriff. Aber ich will mich jetzt überhaupt nicht auf die Gelb-Rote da ausreden, weil wenn der Yusuf da nicht der Yusuf ist, dann nehmen wir da einen Punkt mit. Markus Nessel. Miron, hast du den Fußballgott irgendwie beleidigt, weil jetzt ging Sturm 95. Minute, einen Punkt spät verloren gegen St. Pölten, Schmidt 83. Minute, zwei Punkte spät verloren heute, 90. Minute spät verloren und ich schicke gleich mal eine zweite Frage nach. Muss man in dieser Situation auch deiner Abwehr vielleicht einen kleinen Vorwurf machen, dass der so, natürlich hat er eine Überragung geschossen, aber dass er so zum Ballen kommt oder ist das zu viel Kritik? Es gibt keinen Gott außer Gott, aber der Fußballgott ist ein gemeiner im Moment. Momentan fühlt sich das
fühlt sich das schon sehr, sehr bitter an. Wenn man sich das Spiel vor 3 Wochen anschaut, wo wir auch gegen Sturm Graz dann eine richtig starke zweite Halbzeit spielen, 1-1 und 3 Minuten Nachspielzeit und in der 95. kriegst du einen Freistoß ins Kreuzeck, dann ist der Fußballgott in diesem Moment nicht auf unserer Seite. Und heute, also wir haben uns das, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut da drinnen, es gibt keinen Fehler. Ja? Der Grüli schließt vielleicht um 2 Meter zu spät. Wir sind super gestaffelt in der Kette und der Junge nimmt den aus dem Lauf mit links und haut den ins Kreuzeck aus 25 Meter. Ich freue mich für den Burschen, kann man nur gratulieren. Das ist ein Tor des Monats und es ist ein fantastisches Tor. Aber uns hat das Knack gebrochen, halt. So bitter und so schön es für die ganzen Grün-Weißen hier ist. Das war natürlich extrem bitter, aber ich glaube an Gerechtigkeit und ich glaube, wenn eine Mannschaft so viel investiert und so viel reinhaut, so wie wir, dass das Glück einfach wieder zurückkommt. Und wir werden eine entscheidende Phase haben, auf die wir sehr, sehr vorbereiten. Und ich glaube, wenn wir dann solche Auftritte haben, auch heute gegen Rapid, mit diesem Feuer, mit dieser Leidenschaft, mit diesem Überwinden und Drübergehen, dann werden auch die Spiele kommen, die wir gewinnen, die wir drehen, um unser großes Ziel als Aufsteiger, die Klasse zu halten, zu schaffen. Ich bin da, auch wenn es im Moment sehr, sehr bitter ist, sehr zuversichtlich. Gibt es weitere Fragen? Bitte sehr. Ich hätte eine Frage, wenn man in die Bundesliga kommt und es gibt Lob von den Gegnern, von den anderen Trainern und man wartet so lange auf den ersten Sieg als junger Bundesliga-Trainer. Macht das irgendwas mit einem oder muss man sowieso genauso arbeiten wie am ersten Tag? Zu 100%. Ich bin überzeugt von meiner Arbeit, ich bin überzeugt von meinem Trainerteam, ich bin überzeugt von meiner Mannschaft und meine Mannschaft zeigt auch, dass sie überzeugt von diesem Weg ist. Ich bin ein sehr, sehr junger Trainer, ich bin jetzt 38 Jahre, ich habe vor 5 Jahren die B-Lizenz gemacht und bin jetzt in der Pro-Lizenz und in der Bundesliga. Es ist jetzt extrem viel und alles, was jetzt auf mich einprasselt, es ist heavy, es ist heftig, aber es gehört dazu, es ist mein Job, ich muss mich dem stellen. Ich stelle mich auch dem, wenn es einmal richtig gut rennt, dann ist es einfach, wenn es einmal läuft. Aber ich stelle mich dem umso mehr, wenn es einmal jetzt in der Phase mal, wo es einmal nicht so rennt und der Fußballkrone Gott von Markus nicht auf unserer Seite ist. Aber ich bin ein Kämpfer und meine Mannschaft hat heute auch diesen Kampf angenommen. Also ich mache mir da keinen Kopf, dass wir das nicht schaffen. Es ist im Moment nicht einfach, aber ich bin mit meiner Familie 1992 geflüchtet und bin als Flüchtling hierher gekommen und wir haben uns alles erarbeitet und ich werde mir als Trainer alles erarbeiten mit meiner Mannschaft. Wir sind intakt, wir leben und heute war es der Yusuf, der uns das Knack gebrochen hat, aber wir schlagen zurück. Weitere Fragen? Gut, dann bitte. Wart Mikrofon da vorne. Jetzt wartet nächste Woche der LASK, ist natürlich auch eine ganz schwierige Aufgabe. Wie geht man da rein in so eine Partie, gerade gegen einen Gegner, der eben auch spielerisch sehr stark ist? Die Nacht braucht man halt zum Verdauen und zum Runterkommen. Und wir haben jetzt hier eine 3-Stunden-Fahrt und dann für mich als Trainer, aber auch für die Jungs wahrscheinlich eine schlaflose Nacht. Und dann müssen wir das morgen aufarbeiten, analysieren und Rapid abhacken und uns auf den kommenden Gegner konzentrieren, der um nichts schwächer ist. Wir haben jetzt gewusst, mit Rapid und WRC und dem LASK kommen die Eurofighter und kommt da Qualität. Aber wenn man eine Mannschaft am Sonntag so auftreten kann und so performen kann mit dieser Leidenschaft und mit diesem Enthusiasmus und mit diesem nochmal alles reinhauen Mentalität, dann können wir auch dann sind wir auch gegen WRC konkurrenzfähig und sind bereit, dass wir da punkten. Weitere Fragen? Gut, dann Männer, schönen Abend. Danke, schönen Abend.